Liebe Leute, der Mythenmörder ist wieder da. Bam! Heißt, ja, auch 2020 gibt es immer noch genug alte Mythen, die so kursieren, Fahrtechnik-Tipps. Darum geht es jetzt hier bei Biken TV heute. Und Folge weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall haben wir schon einige Folgen gemacht. Und jetzt habe ich direkt zwei Themen, die zusammenpassen für das Thema Kurvenfahren, wo ich immer wieder so alte Mythen höre. Und zwar geht es darum, Blickführung und Bremstechnik, Bremstaktik für die Kurven. Wir haben jetzt hier eine relativ enge Kehre. Das gilt aber auch für weitere Kehren, für alle Kurven, die so bergab gehen. Genau, der erste Mythos wäre, schau da hin, wo du hin willst, ist ja eigentlich erstmal gut. Aber ich habe schon oft gelesen, man soll vom Anfang an zum Trailausgang gucken. Also wo willst du hin? Zum Trailausgang, klar. Aber das Problem ist, wenn du ganz am Anfang, wenn du noch vorne am Eingang der Kurve bist, sofort zum Kurvenausgang guckst, dann hast du quasi so ein bisschen so ein, da fehlt dir was. Du musst ja auch gucken, was in der Kurve ist. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die so ein bisschen dann nicht mal die Balance so haben, weil es unnatürlich ist, wenn man so krass dahin guckt, wo man hin will, also zum Kurvenausgang, und auf einmal was fehlt, was vor einem passiert. Ich zeige euch das mal, der Mythos und wie es halt dann aussehen soll. Also, ich zeige euch das mal. Wenn man diesem Mythos folgen würde, dann müsste ich ja jetzt schon zum Kurvenausgang gucken. Und dann hätte ich hier so einen kleinen Error. Da würde mir was fehlen, was vorher kommt. Das heißt, wie ihr den Mythos korrigieren könnt, das heißt, schau dahin, wohin wollt, das ist quasi richtig. Aber wenn du am Anfang der Kurve bist und fährst du nach außen, dann willst du ja erstmal in die Kurve rein. Also schaust du in die Kurve rein, du hast ein peripheres Blickfeld, du siehst ja eh nicht nur so einen kleinen Ausschnitt, sondern kannst viel sehen, auch vorausschauen. Typischer Fehler, also wenn wir jetzt einen Fehlerfokus hätten, wäre, wenn man so aufs Vorderrad runter guckt. Aber ihr schaut voraus in die Kurve rein und je mehr ihr in der Kurve seid, schaut ihr dann auch zum Kurvenausgang und dann passt es auch. Und dieser Mythos, schau direkt zum Kurvenausgang, ist auf jeden Fall nicht optimal. Wenn wir schon dabei sind heute, der Mythenmörder, jetzt habt ihr das mit dieser Blickführung schon gesehen. Und dann kommt noch der oft der Mythos, man soll vor der Kurve auf die Geschwindigkeit runterbremsen, dass man halt gut in die Kurve kommt und dann laufen lassen. Das mag eingeschränkt auch für manche Kurven funktionieren. Mein Erfahrungsschatz ist, für viele Kurven, die bergab gehen, selbst wenn ich das Tempo vor der Kurve schön drossel und langsam werde, kann ich nicht in der Kurve komplett laufen lassen, weil die Kurve bergab geht und man viel zu schnell wird. Das heißt, häufig ist es so, dass man auch in der Kurve noch die Bremse schleifen lassen muss, auch wenn man vorher runtergebremst hat. Also Mythos wäre, vorher bremsen, dann aufmachen. Und wie gesagt, das kann auch mal zutreffen, gerade bei so Anliegergeschichten oder so. Müsst ihr situativ einfach schauen, aber meistens taugt es nicht, weil die Kurve zu viel Gefälle hat und wird zu Flipperkugel, wenn man die Bremse in der Kurve sofort aufmacht. Ja, mein Tipp noch dazu, wenn ihr rutschigen Untergrund habt und ihr wollt in der Kurve langsam bleiben, dann nutzt auch viel Hinterbremse. Also ich mache es manchmal so, dass ich vorne dann gar nicht mehr bremse, was ja sehr untypisch ist, weil ich aber weiß, vorne ist es so loser Untergrund. Ich will jetzt langsam bleiben in der Kurve, aber ich möchte nicht, dass mein Vorderrad wegrutscht durch die vielen Bremskräfte. Genau. Ich zeige euch mal, wie es gemeint ist und dann wisst ihr auch, dieser Mythos muss dran glauben. Ihr kommt an und wenn ihr jetzt langsam werdet, müsst ihr trotzdem in der Kurve häufig noch die Bremse schleifen lassen, weil jetzt in der Kehre, so wie Extrembeispiel, aber oft auch in runderen Kurven, runderen Kehren, wenn ich die Bremse komplett aufmache, werde ich wieder zu schnell. Und es besteht auch die Gefahr, dass ich dann korrigieren muss und abrupt in die Bremse packe und anfange, so ein bisschen zuckelig zu werden, rutschende Räder. Genau. Ja, also, testet es mal aus, ob ihr diesen Mythos bisher so kanntet. Vorher bremsen, dann laufen lassen. Vielleicht könnt ihr mal berichten in den Kommentaren, in welchen Kurven klappt das mit dem komplett aufmachen. In welchen Kurven habt ihr ja auch die Erfahrung gemacht, da kann man gar nicht komplett die Bremse aufmachen in der Kurve. Okay, Mythenmörder zum Thema Kurven. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, bin ich ganz offen für. Wir sehen uns im nächsten Video bei Biken TV. Lasst gerne ein Abo da, liked, wenn ihr es liked oder nicht. Ciao!